Herr Bürgermeister Albel, herzlich willkommen beim 5-Minuten-Sommergespräch hier am neuen Hans-Gasser-Platz im 6. Stock. Als Bürgermeister der Stadt Villach muss einem ja das Herz aufgehen, wenn man über den Platz marschiert, wenn man diesen Ausblick genießen kann. Wie sehen Sie das Projekt? Ja, zum Ersten, Herr Berger, guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung zum 5-Minuten-Gespräch. Freut mich, dass wir uns in diesem Format jetzt treffen. Und zu Ihrer Frage, na, ich glaube, da kann das Herz ruhig jauchzen, denn das, was da gelungen ist, nämlich mit der Privatwirtschaft und der Stadt, ist schon ein Herzeigeprojekt, das viele Nachahmer in Villach finden sollen. Und ich darf sagen, es gibt viele Ideen auch dazu mit Unternehmen, diese Stadt auch weiterzuentwickeln. Wir wollen natürlich auch in Zukunft die erfolgreichsten in Kärnten und auch darüber hinaus bleiben. Nun zu einem anderen Thema. Die Brauchtumswoche ist vorbei. Wie ist es für Sie als Bürgermeister, so einen erfolgreichen Kirchtag mitzuerleben? Na, als Erstes muss man mal herzlichen Dank sagen, nämlich allen Brauchtumsträgerinnen und Brauchtumsträgern, die ja nicht nur am Kirchtag immer da sind, sondern die das ganze Jahr dafür sorgen, dass Traditionen auch gepflegt werden. Und dann auch den Organisatoren danke. Es war einer der erfolgreichsten, der wunderschönsten Kirchtage. Und dazu braucht es aber mehrere Faktoren, nämlich auch die Gäste. Und wenn man denkt, dass an die 500.000 Menschen in den letzten Wochen hier waren, dann zeigt das schon, dass die Idee, auf die man gesetzt hat, nämlich auf die Qualität und auf Brauchtum, dass das sehr, sehr gut angekommen ist. Und der Kirchtagsverein und die Bauern waren, haben sich auch heuer wieder weit überboten mit ihren Angeboten. Herr Bürgermeister Albel, in Villach ging es ja nicht nur in der Villacher Brauchtumswoche rund, sondern auch davor, danach. Peter Weidingers Referatsentzüge, musste das sein auf diese Art und Weise? Na, ich glaube, da müssen einige Dinge richtiggestellt werden. Zum einen, gerade bei diesem Thema ist es nie um Parteipolitik gegangen, sondern meine Meinung zu diesem Thema ist eine ganz einfache. Wir alle in der Politik sind vom Bürger gewählt worden für 6 Jahre. Für 6 Jahre ein erfolgreiches Projekt, nämlich vielleicht noch erfolgreicher darstellen zu können, nach diesen 6 Jahren. Das ist das, für was wir gewählt worden sind. Und es ist im Stadtsenat ein Team dafür verantwortlich, dass diese Umsetzungen auch machen muss. Weiters gewählt worden ist aber auch ein Teamleader, und das ist der Bürgermeister. Und der ist dafür verantwortlich, dass er dieses Projekt auch voranbringt. Und wenn alle in einem Projekt mitarbeiten, dann wird es auch keine Probleme geben. Nur, so wie es in der Privatwirtschaft auch ist, wenn jemand, ob bewusst oder unbewusst, seinen Aufgaben nicht nachkommt, dann muss der Teamleiter einfach handeln. Und das habe ich getan für die Bevölkerung in Villach und habe diese Entscheidung getroffen, die mir auch nicht einfach gefallen ist. Aber es geht nicht um Parteipolitik, es geht auch nicht um eine Person, sondern letztendlich geht es um ein Projekt, Villach erfolgreicher zu machen. Und da braucht es nicht nur die besten Ideen, sondern auch die besten Köpfe, die diese Ideen weiterbringen, und deshalb musste diese Handlung gesetzt werden. Das Zweite, was ich schon klarstellen muss, ist, es ist gar keine Rede davon, dass Herr Weidinger das aus den Medien erfahren musste. Es hat viele Gespräche gegeben, auch mit seinen direkten Partnern, nämlich Herrn Stadtrat Sucher. Es hat viele Termine und Fristen gegeben, die alle verstrichen sind. Und letztendlich hat es auch von einem demokratisch gewählten Organ, nämlich dem Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, ein Ultimatum gegeben an Herrn Weidinger, ganz konkret damals wegen dem Totenweg. Auch diese Frist ist verstrichen, aber am Ende des Tages muss man handeln, und diese Verantwortung habe ich übernommen. Herr Weidinger sagte uns im letzten Sommergespräch, er hat immer wieder das persönliche Gespräch mit Ihnen gesucht. Sie haben uns jetzt vorher gesagt, wenn man in einer Projektgruppe arbeitet, wie in der Privatwirtschaft, ist es notwendig, dass jeder seine Leistung bringt, und es gilt dann auch Entscheidungen zu treffen, die Sie getroffen haben hinsichtlich der Veränderung. Ist es doch nicht notwendig, das persönliche Gespräch mit demjenigen in dieser Projektgruppe zu suchen, wie mit dem Herrn Weidinger, und zu sagen, du Peter, da und da funktioniert etwas nicht. Wie können wir das lösen, wie können wir das ändern, als drastische Maßnahmen zu setzen, um zu sagen, man nimmt jemanden die Arbeit weg. Sehe ich auch so. Aber für mich ist das nicht eine Projektgruppe, sondern es ist ein Team. Der Stadtsenat ist in Wahrheit ein Team, der Verantwortung zu tragen hat. Und selbstverständlich hat es sehr, sehr viele Gespräche auch mit mir gegeben. Wir haben uns auch über verschiedenste Themen kurz geschlossen, haben darüber verhandelt. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss man
Verantwortung zeigen. Und es war meine Aufgabe, im Sinne der Bürger diese Entwicklung, die ja rasant fortschreitet, auch nicht zu stoppen. Und letztendlich geht es auch um die Wirtschaft. Es waren Aufträge, die nicht geplant worden sind, in der Höhe von mehr als 1 Million Euro. Das ist Geld, das der Wirtschaft fehlt. Aber vor allem fehlt es auch der Wirtschaft, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und das sind nur einige von wenigen Gründen, die dazu geführt haben, dass wir diese Umsetzung auch machen mussten. Ist es sinnvoll, jemandem die Arbeit wegzunehmen, wenn dieser Posten weiterhin Geld kostet? Schauen Sie, es ist ein wichtiges Projekt, vielfach voranzubringen. Das ist das Allerwichtigste. Die Bürgerinnen und Bürger interessiert es nicht, ob Parteipolitik hier eine Rolle spielt oder nicht, sondern es geht um unsere Stadt, es geht um die Bürger. Und da war es wichtig, diese Verantwortung zu tragen. Und Herr Stadtrat Weidinger ist ja auch weiterhin Referent für verschiedene Referate, aber er ist dafür verantwortlich, dass Projekte in der Höhe von mehr als 1 Million nicht umgesetzt worden ist. Und ich sehe meine Verantwortung, dass da zu handeln war, und das habe ich auch getan. Wir haben von unseren Lesern die Frage bekommen, wie Sie dazu stehen, dass Sie einige große Baustellen von Ihrem Vorgänger weitergegeben bekamen, unter anderem die Kärntentherme oder Atrio versus Innenstadtbelebung. Wie stehen Sie dazu? Also ich habe überhaupt keine Baustelle von Helmut Manzelreiter übernommen, aber es gibt eine Entwicklung, vielleicht bleibt er nicht stehen, auch die Projekte, die man abgeschlossen hat, bleiben ja nicht stehen. Was die Therme betrifft, so geht es hier um eine Frage, die mittlerweile gelöst worden konnte. Es ging um ein Umsatzsteuerproblem, das einfach einer Lösung zugeführt werden musste. Die haben wir gefunden, auch mit der Mehrheit im Villacher Gemeinderat. Das war gut, das war wichtig und ist richtig, denn wir sprechen hier noch immer von der erfolgreichsten Schlechtwettereinrichtung. Und wenn Sie die letzten Regentage erlebt haben, es hat wieder draußen viele Menschenschlangen gegeben vor der Therme, weil es das einfach braucht. Eine Stadt braucht es, eine Region braucht es, ein Land braucht es. Und es war damals die Entscheidung für den Bau der Kärntentherme richtig. Und es ist auch für die Zukunft richtig, welche Entscheidungen wir jetzt getroffen haben. Und was das Atrio betrifft, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, dass das auch ganz, ganz wesentlich ist, dass man das auch einmal ganz klar sagt. Jede Stadt muss sich weiterentwickeln. Und in ganz Österreich, in ganz Europa haben sich Städte auch an den Außenrändern entwickelt. Und es wurden Arbeitsplätze geschaffen. Allein im Atrio mehr als 700 Arbeitsplätze, die dort geschaffen worden sind. Aber die Welt hat sich weitergedreht. Und Altstädte, egal wo, in Österreich oder in ganz Europa, haben alle dieselben Probleme. Und es braucht jetzt ein Handeln. Es braucht jetzt ein Handeln. Und das habe ich gesetzt, indem ich vorgeschlagen habe, ein Kraftpaket für Villach. Zum einen mit einem Widmungsstopp für altstadtrelevante Produkte. Diesen Widmungsstopp wollen wir mit einer großen Mehrheit im Gemeinderat auch für meiner Meinung nach 3 bis 5 Jahre auch abschließen. Das zweite ist auch die Förderkulisse. Auch die muss sich natürlich ändern. Da haben wir eine Idee gemeinsam mit der Altstadtreferentin Dr. Petra Oberrauner geschaffen, nämlich die First-Come-Förderung. Das heißt, eine Altstadt, eine Stadt sagt, was sie braucht, und der Unternehmer mit dem besten Konzept wird auch darin gefördert. Zum Beispiel, wenn es um ein Spieleland geht in der Altstadt. Das ist etwas, das Altstädte brauchen. Und wir sagen, ja, liebe Unternehmer, kommt mit dem besten Konzept, und wir fördern dieses Konzept dann auch. Oder auch, wenn es um die Begrünung der Altstadt geht. Wir haben gerade ein Projekt mit europäischem Wert abschließen können, wo es eine interregionale Kooperation mit verschiedenen Städten in Europa kommt, dass man sich dem Thema, wie hält man seine Altstadt auch in Zukunft grün, annähert. Und es wird ein Projekt geben, nämlich am Unteren Kirchenplatz, das sozusagen beispielgebend sein wird. Okay. Zu diesem Förderkonzept würde mich jetzt interessieren, wer entscheidet dann über diese Förderung, die hier vergeben wird? Gibt es da ein Gremium, eine Jury? Ich glaube, das ist das Interessanteste, denn zu diesem Kraftpaket Altstadt gehörte auch dazu, dass wir gesagt haben, es gibt die besten Manager in der Stadt, nämlich über 60.000. Das sind die Bürgerinnen und Bürger, die da leben, und die wissen, wie ihre Altstadt auch in Zukunft ticken soll, dass sie auch weiterhin das Herz unserer Stadt bleibt. Und wir werden einen großen Leitbild bzw. Bürgerbeteiligungsaktionsplan starten.
wo wir die Bürger fragen, was sagt ihr, was braucht eine Stadt, was braucht eine Altstadt? Und anhand dieses Konzeptes gehen wir dann hinaus und sagen, das brauchen wir, bitte kommt mit den besten Ideen. Und dann werden die Unternehmer und die Bürger entscheiden, was letztendlich gestaltet und umgesetzt werden soll. Es herrscht ja in letzter Zeit oft ein rauer Ton in der vieler Stadtpolitik. Wie geht man persönlich damit um? Schauen Sie, es ist schon auch so, dass man in der Politik ist, weil man eine Meinung vertritt, weil man eine Einstellung hat. Und mittlerweile ist es auch so, wenn man die Medien sieht, immer wenn man anderer Meinung ist, wird das sofort als Streit ausgelegt. Ich fordere auch da alle auf, einmal diesen Weg zu sehen, dass wir in einer Demokratie leben, wo verschiedene Meinungen einfach wichtig sind, auch richtig sind, um auch voranschreiten zu können. Am Ende des Tages muss dann eine Entscheidung getroffen werden und auch diese Entscheidung ist eine demokratische, weil sie vom Bürger gewählt worden ist, nämlich die Mehrheit oder die Mehrheiten im Gemeinderat. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben viele über das Ziel hinausgeschossen mit ihren bewussten oder unbewussten Wortmeldungen. Deshalb habe ich gleich nach der letzten Gemeinderatssitzung eine Stunde danach alle Parteien an den Tisch gerufen und habe ganz klar gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es jetzt eine Stopptaste braucht, hinaus oder heraus mit der Emotionalität der Debatten und Sachlichkeit hinein. Und das ist nicht nur angenommen worden, sondern wir haben auch in der vorigen Woche ein weiteres gemeinsames Parteiengespräch gehabt, wo wir uns auch darauf verständigt haben, Meinungen zu haben. Das ist gut, gehört zu einer Demokratie. Die können auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Die Debatten müssen halt sachlich geführt werden. Aber was wir auch vereinbart haben, und das ist mir schon ganz wichtig, dass wir Themen auch außer Streit gestellt haben. Dass wir gesagt haben, zum Beispiel, wenn es um die Altstadt geht, wenn es um den Widmungsstopp geht oder andere relevante Themen, die wollen wir gemeinsam diskutieren am Tisch und gemeinsam unsere Lösungsvorschläge vorlegen. Ich glaube, so macht man Politik und ich bin froh, dass alle Parteien mit mir diesen Weg gehen. Sie haben jetzt viel über Altstadt und auch natürlich mediale Darstellungen und Ausrichtungen, ja, die über Medien passieren, gesprochen. Wie sehen Sie den Stil der Medien in der Berichterstattung über Villach selbst? Ich glaube, dass die Medien in den letzten Monaten versucht haben, beide Seiten aufzuzeigen, halt in einer sehr pointierten Art. Beide Seiten im Sinne von den Teil der Menschen, die sagt, es ist alles schlecht, und den anderen Teil der Menschen und der Bürger, die sagen, so wie sich Villach entwickelt, ist es gut. Was mir ein bisschen fehlt, sind sozusagen weg von den Schwarz-Weiß-Bildern, die gezeichnet worden sind, sondern bleiben wir doch in der Mitte und reden wir über Fakten. Ja, Altstädte haben allesamt ein Problem in ganz Europa. Der Handel ist im Wandel. Es ist auch so, dass natürlich das Geld bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr so locker sitzt. Auch das muss man anerkennen. Und das Dritte ist natürlich das Internet. Und ich glaube, jeder muss sich da selbst an der Nase nehmen. Man muss wissen, dass man als Bürger, wenn man im Internet klickt, dass man auch gleichzeitig einen Unternehmer in seiner Stadt, in seinem Viertel auch schädigt oder es ihm nicht leichter macht. Und diese Betrachtungsweise ist meiner Meinung nach die Mitte ist. Man muss die Fehler aufzeigen, die Fehlentwicklungen aufzeigen. Man muss auch ganz klar die Fakten sagen, was betrifft uns. Aber auf der anderen Seite auch die positiven Dinge zulassen. Und wenn man sieht, dass sehr, sehr viele Unternehmer in den letzten Monaten in die Altstadt gekommen sind mit ihren tollen Konzepten, auch dieses neue Gasthaus von Stern, das ja zeigt, dass es viele, viele Unternehmer gibt mit sehr, sehr guten Ideen, die auch die beste Unterstützung brauchen von Seiten der Stadt, dann soll man das auch sagen. Und diese Diskussion der Mitte, das ist das, was mich als Bürgermeister interessiert. Und ich bin schon auch den Medien dankbar, dass sie diese Mitte auch positioniert haben, sich in dieser Mitte positioniert haben und auch diese Seite zeigen. Denn letztendlich, und das habe ich immer gesagt, eine erfolgreiche Stadt braucht alle. Denn wir alle sind Stadt. Es braucht die Bürger, es braucht die Medien, es braucht die Unternehmer und natürlich braucht es auch eine Stadt, die diesen Weg mitgeht. Und ich sehe uns da auf einem sehr, sehr guten Weg und hoffe natürlich auch weiterhin, dass wir diese Mitte der Diskussion finden und nicht zu sehr in die emotionale Debatte abschweifen. Der Herr Weidinger hat hinsichtlich des Themas Altstadt in unserem Sommergespräch einen sehr, sehr guten Vorschlag geliefert, nämlich
den Abbau der Bürokratie, das Überdenken von Verordnungen. Viele unserer Leserinnen und Leser, die online sich das Video auch angeschaut haben, haben auf das reagiert und dem auch zugestimmt. Wie sehen Sie das als Bürgermeister? Kann man sich diese Verordnungen, Veränderungen vorstellen? Einen Abbau der Bürokratie für die Altstadt? Schauen Sie, da muss man schon beide Seiten sehen. Das eine, das ist die Bürokratie sozusagen, die der Staat vorgibt. Und gerade die ÖVP hat ja seit über 20 Jahren das Wirtschaftsreferat und hat damit auch viele dieser Verordnungen gemacht. Wenn Herr Stadtrat Weidinger der Meinung ist, dass hier ein Umkehr stattfinden muss im Wirtschaftsreferat des Bundes, dann gebe ich ihm völlig recht. Ich glaube auch, dass man hier schon auf einem Weg ist, wo man erkannt hat, dass vieles von dem, das vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren wichtig und richtig war, dass das jetzt nicht mehr en vogue ist. Was die Stadt betrifft, so habe ich ja gesagt, dass wir gemeinsam mit der Altstadtreferentin Dr. Petra Oberrauner da genau diesen Weg ja gehen. Wir verhandeln auch gerade mit der Wirtschaftskammer darüber, wie man Regeln in der Altstadt vielleicht noch besser kommunizieren kann, aber auf der anderen Seite vielleicht auch das eine oder das andere schärfen oder entschärfen kann. Das sind ja Gespräche, die schon seit einiger Zeit laufen. Das ist auch gut und wichtig und richtig. Und wir werden da schon auf viele Lösungsvorschläge kommen. Wie gesagt, allein was die Start-up-Förderung betrifft, die es ja in Villach seit nunmehr 2 Jahren gibt, da haben wir auch gesagt, es hat sich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel getan. Man muss auch hier nachschärfen. Und wir werden auch hier einen Vorschlag machen, wie wir die Start-up-Förderung noch punktgenauer machen können. Aber so entwickelt sich Politik. Man muss ständig das, was man vielleicht gestern gemacht hat, auch immer wieder neu überdenken. Denn die Zeiten, und ich glaube, das sehen alle so, ändern sich unglaublich rasant. Die Entwicklungen werden immer herausfordernder und man muss viel schneller auf Dinge reagieren. Und das tun wir und dazu sind wir natürlich auch bereit. Veränderungen, Neues überdenken und vielleicht auch Fehler. Ist es so, dass Sie als Politiker sagen können, Sie haben irgendwann einmal einen Fehler gemacht? Oder was war vielleicht Ihr größter Fehler, den Sie bis jetzt umgesetzt haben für Fehler, wo Sie sagen, das hätte man vielleicht anders machen sollen? Was war das? Na, ich glaube, in der Politik immer von Fehlern zu sprechen, ist auch so eine emotionale Debatte, die ich schon ein bisschen anders sehe. Das sehe ich aber für alle Parteien so. Es gibt einfach Entwicklungen in einer Stadt oder in einem Land, die man immer wieder neu beachten und beobachten muss. Man trifft irgendwann einmal eine Entscheidung, die zu diesem Zeitpunkt vielleicht die richtige war, aber die Entwicklung natürlich voranschreitet. Und das ist es, was ich verlange, nämlich, dass man auch immer wieder neu die Dinge überdenkt. Das hat aber nichts mit Fehler oder Nichtfehler zu tun, sondern man muss immer mit dem Kopf in der Zukunft sein und immer das Beste für seine Stadt wollen. Und das ist das, was auch ich seit 1,5 Jahren als Bürgermeister mache. In unserer Stadt wird ziemlich viel für die Zukunft getan. Nicht nur das Mobilitätskonzept fürs Jahr 2035, auch andere Projekte. Aber wie sehen Sie persönlich unsere Stadt in 10 Jahren? Wagen Sie eine Zukunftsprognose? Zukunftsprognosen bleiben Prognosen. Ich möchte meinen Wunsch ausrichten, für den ich jeden Tag ganz hart arbeite, mit dem Team des Stadtsenates, mit dem Team des Gemeinderates, denn bei allen politischen unterschiedlichen Meinungen haben wir doch letztendlich als Team eine große Vision und das ist Villach noch erfolgreicher zu machen. Meine Vorstellung eines Villachs in 10 Jahren ist ganz klar, dass wir nicht die erfolgreichsten im Süden bleiben, sondern dass wir die erfolgreichsten im Alpen-Adria-Raum sind. Das muss ein Ziel sein, über die Regionen hinaus denken. Und das spiegelt sich ja auch bei uns Villachern ab. Wir sind eine Stadt, die weltoffen ist. Wir schauen über unseren Tellerrand, was auch gut und richtig ist. Und wir wollen jetzt auch nach Italien und Slowenien unsere Fühler ausstrecken und Projekte hereinholen. Wie gesagt, am unteren Kirchenplatz mit der grünen Stadt, die wir dort planen, gehen wir diesen Schritt, dass wir über die Grenzen hinausgehen, kooperieren mit anderen Städten. Auch Laibach ist dabei, Klagenfurt ist dabei, auch eine italienische Stadt. Das sind die Dinge, die wir haben wollen. Was wir jedenfalls in 10 Jahren sagen müssen, ist, dass wir viel für den Bildungsstandort getan haben. Denn viel zu viel wird diskutiert über Bildung. Ich glaube, man muss umsetzen. Und zwar nicht gestern, sondern vorgestern am besten. Und deswegen werden wir in den nächsten Jahren auch an die 40 Millionen Euro in die Bildung investieren, in neue Infrastruktur. Das ist ganz ein wichtiger Bereich.
Villach ist aber auch eine Stadt der wirtschaftlichen Entwicklungen, eine Hightech-Stadt. Und da haben wir eigentlich ein bisschen unbemerkt von den Medien einen Schritt gesetzt, der immens wichtig war. Villach ist die Hightech-Stadt im Süden. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wir gemeinsam mit einem großen Anbieter in Österreich den Datenhighway in Villach auch anschließen wollen. Der läuft derzeit noch vorbei. Das ist etwas, was eine Stadt wie Villach braucht. Und das ist eine Entwicklung, die wir in der letzten Sitzung begonnen haben werden. Und da erwarte ich mir nicht nur sehr, sehr viele positive Projekte, sondern vor allem auch Arbeitsplätze und noch mehr Firmen, die in unsere Stadt kommen und die Hightech-Stadt auch nützen wollen. Sie haben früher das Projekt Datenhighway angesprochen. Was wird da passieren? Heißt das Breitband für jeden privaten Haushalt, Breitband für die Innenstadt? Oder wie bildet sich dieses Projekt ab? Schauen Sie, es gibt vom Bund eine Breitbandinitiative, die auch sehr, sehr positiv vom Städtebund gesehen worden ist. Der Fehler, der passiert ist, man hat Städte ausgenommen aus dieser Breitbandmilliarde. Das haben wir auch im Städtebund jetzt ganz klar als Petition an den Bund weitergereicht. Das muss sich ändern. Städte müssen auch Teil dieser Breitbandinitiative sein. Aber es nutzt nichts, nur zu sagen, was falsch ist, sondern wir haben gesagt, wir warten nicht, sondern wir gehen jetzt diesen Schritt schon voran und haben gemeinsam mit der Telekom diesen Schritt auch gesetzt. Es wird ja von Seiten der Kelag Fernwärme eine große Leitung von Arnold Stein, Fernwärmeleitung von Arnold Stein nach Villach gebaut. Und diesen Bau, den wollen wir gleich nutzen, um dort auch die möglichen Anbindungsmöglichkeiten für Breitband mit hineinzulegen. Das haben wir jetzt beschlossen. Und jetzt wollen wir sehen, wie wir diese Entwicklung dann auch nicht nur in Villach haben wollen, sondern von Haus zu Haus, von Tür zu Tür, von Bürger zu Bürger. Und das ist eine Entwicklung, die wir eben gemeinsam gehen. Und dieses Projekt ist eines, das weit in die Zukunft reichen wird, aber das eine starke Stadt, eine smarte Stadt, eine Stadt, die sich Hightech-Stadt nennt, auch unbedingt braucht. Und wir sind eine der ersten Städte, die diesen Weg auch geht. Synergien wie diese jetzt mit der Kelag zu nutzen, bedeutet ja auch Geld zu sparen. Mhm. Villach erwirtschaftet richtig viel Geld, Jahr für Jahr. Was passiert mit diesem Überschuss? Wo geht der hin? Naja, Villach erwirtschaftet einen Überschuss, ja. Aber wir sagen auch ganz klar, dass wir das Geld, das wir einnehmen, auch zukunftsträchtig investieren. Wir haben ja auf der einen Seite den Kelag-Fonds mit den Veranlagungen, die wir schon seit über 20 Jahren haben. Auf der anderen Seite sagen wir, das Geld, das hier ist, muss auch investiert werden. Das muss so schnell wie möglich wieder in den Wirtschaftskreislauf hinein. Und wenn ich sage, dass wir in den nächsten 6 Jahren an die 100 Millionen Euro investieren, dann ist das auch die Antwort auf Ihre Frage. Wir werden rasch versuchen, auch die Dinge umzusetzen, denn diskutiert wird auf dieser Welt viel zu viel. Wir handeln hier in Villach. Das bedeutet 100 Millionen in die Hand nehmen und dann auch die neue Eishalle umsetzen. Ist das richtig? Die kommt. Es gibt so Themen, die sind sehr emotional geführt worden. Auch das Thema Eishalle ist vor über einem Jahr sehr emotional geführt worden. Wir haben hier einen Plan mit dem Landeshauptmann ausgehandelt und eigentlich paktfertig gemacht, der vorgesehen hätte, dass wir als Stadt die Halle vorfinanzieren, das Grundstück vorfinanzieren und hätten diesen Beschluss auch vor der Wahl gerne getroffen. Leider wurde hier, und das ist parteipolitisch motiviert gewesen von der ÖVP, uns ein Strich durch die Rechnung gemacht. Heute zeigt sich, dass das eine völlige Fehlentscheidung und Fehleinschätzung der ÖVP war. Aber ich möchte gar nicht zu lange zurückblicken. Das bringt nichts. Ich blicke nach vorne. Und wir haben auch gute Verhandlungen. Wir sind auch in guten Verhandlungen mit dem Land, dass wir zumindest einmal das Grundstück im Bereich der Stadthalle erwerben können. Denn unser Projekt ist so gut wie fertig. Jetzt braucht es aber das Land, das sozusagen den nächsten Schritt geht. Und wie gesagt, die Gespräche laufen. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir das auch sehr, sehr rasch umsetzen können in dieser Legislaturperiode. Nur noch zu einem Thema, das in letzter Zeit durch die Medien sehr breit getreten wurde, die Ungereimtheiten bei der Bundespräsidentenwahl. Mhm. Es kamen viele Spekulationen auf, es gab Rücktrittsforderungen Ihnen gegenüber. Können Sie uns einen aktuellen Stand der Dinge übermitteln? Ja, auch hier geht es nicht um Parteipolitik, sondern hier geht es um Formalfehler,
die in 93 von 117 Gemeinden in ganz Österreich passiert sind. Aber man muss sich schon die Frage stellen, warum Formalfehler über ja, oft Jahrzehnte gemacht werden oder gemacht wurden. Und da muss man schon ganz klar sagen, dass die Anregungen des Städte- und Gemeindebundes, dieses Gesetz auch zu ändern, nie aufgegriffen worden sind. Und man hat sich einen anderen Weg gesucht, der, und das habe ich auch ganz klar gesagt, nicht richtig war. Und für dieses Verhalten hat es von mir auch ganz klar die Aussage gegeben, dass ich auch dafür die Verantwortung zu übernehmen habe für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, Wahlkarten am nächsten Tag erst auszuzählen und nicht schon am selben Tag, das sind Dinge, die hat man mir bisher nicht erklären können, warum die überhaupt so umgesetzt werden. Da bin ich schon dafür, machen wir doch alles an einem Tag, und mit mir sind viele andere dieser Meinung. Und für Villach kann ich jedenfalls sagen, dass auch ob dieses derzeitigen Gesetzes die Gesetze in Zukunft auf Punkt und Beistrich eingehalten werden. Eine Aussage bleibt mir aber nicht erspart, nämlich die Mehr, die hier von Seiten der FPÖ aufgestellt worden ist, dass sozusagen Villach die Stadt war, warum die Wahl aufgehoben worden ist. Also ganz klar ist, dass das eine konzertierte Aktion der Freiheitlichen Partei war, von Anfang an alle Wahlbezirke zu beeinspruchen. Das hat man dann ja auch getan und hat dann eben im Verfassungsgericht diese Entscheidung hervorgerufen. Ich würde dafür plädieren, jetzt diese Wahl auf Punkt und Beistrich jedenfalls einzuhalten und danach jedenfalls Gespräche zu beginnen mit den Verantwortlichen im Bund, um dieses Gesetz auch lebensnah zu machen, zum einen. Zum anderen muss man auch sagen, dass hier natürlich auch das Innenministerium aufgefordert ist, das, was der Verfassungsgerichtshof auch mitgeteilt hat, nämlich, dass hier Druck ausgeübt worden ist von den Bundeswahlbehörden und von den Landeswahlbehörden auf die einzelnen Bezirke, dass das jedenfalls auch in Zukunft nicht mehr passieren darf. Das ist der zweite Teil, den der Verfassungsgerichtshof auch ganz klar ausgerückt hat. Ist eine Anklage Ihnen gegenüber wahrscheinlich? Schauen Sie, das werden Gerichte entscheiden. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Das ist eine Obliegenheit, die Gerichte zu treffen haben. Unsere Community und unsere Leserinnen und Leser interessiert natürlich eines. Sie haben früher gesprochen, in 10 Jahren wird Villach vielleicht so ausschauen. Es gibt eine kleine Prognose von Ihnen. Wenn es jetzt zur Anklage kommen würde, gibt es den Herrn Albeldon in 10 Jahren auch noch für Villach? Oder sagt er, ich trete zurück oder ich trete erst zurück, wenn ich verurteilt bin? Oder wie wird dieser Modus ausschauen? Der Herr Kaiser hat ja den Modus hinsichtlich der Top-Team-Affäre bereits vorgegeben. Wenn es zur Anklage kommt, steht für ihn eines klar fest, der Rücktritt. Wie handhabt das das Stadtoberhaupt von Villach? Also Äpfel mit Birnen zu verwechseln, halte ich für völlig falsch. Hier geht es um Formalfehler, die passiert sind. Da wurde auch die Verantwortung ganz klar getragen. Die Entscheidung werden Gerichte zu treffen haben. Was immer da herauskommt, wird dann auch eine Entscheidung von mir verlangen. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht einmal zu einer Anklage kommen wird. Das ist das eine. Das andere, was die Wahlen in Zukunft betrifft, da habe ich ganz klar und deutlich gesagt, auch wenn das Innenministerium in Zukunft sagt, wir brauchen die Ergebnisse bis 12, die wird es nicht geben, sondern in Villach wird ganz korrekt ausgezählt. Und ich bin der Meinung, dass das auch alle anderen 117 Bezirke genauso machen werden. Das, was passiert ist, ist jedenfalls eine Verantwortung, die zu tragen ist. Jetzt geht es darum, in die Zukunft zu blicken und eine Wahl auch abführen zu können, die völlig korrekt und regulär ist. Herr Bürgermeister, auf welches Ihrer bisher umgesetzten Projekte waren Sie für Villach ganz besonders stolz? Wo sagen Sie, das war ein Meilenstein, den ich für mich verbuchen konnte, wo ich für Villach etwas Tolles bewegen durfte? Also es gibt viele Projekte, nicht nur als Bürgermeister, ich war ja vorher auch Vizebürgermeister dieser Stadt. Eines, das emotional mir ganz am Herzen gelegen ist und wo ich wirklich sehr, sehr froh bin, dass das auch umgesetzt werden konnte, das ist die Trendsportanlage am Wasenboden. Warum? Weil das die Jugendlichen selbst geplant haben. Das war einmalig für Österreich, dass man Jugendlichen sozusagen das Werkzeug in die Hand gibt, ihre Freizeit selbst zu gestalten. Das Zweite, was uns gelungen ist, das schon in meiner Bürgermeisterzeit, ist der Ankauf des Bades in Drobolach. Denn die Diskussion, die jetzt im ganzen Land geführt wird, dass es nämlich zu wenig öffentliche Seezugänge gibt, ja,
Das wissen wir in Villach schon lange und haben auch viele Schritte gesetzt. Silbersee wurde angekauft oder auch der Fassacher See wurde angekauft. Und jetzt ist der dritte Meilenstein gelungen mit dem Ankauf von knapp 1 Million Euro eines der schönsten Grundstücke am Fackersee. Das hat nicht der Reicher gekauft, das hat nicht eine Einzelperson gekauft, sondern das haben wir als Stadt gekauft für die Bürgerinnen und Bürger. Und das ist schon etwas, was ganz wichtig ist und wo ich auch wirklich mit ganzem Herzen bei diesen Verhandlungen dabei war. Und jetzt geht es darum, das auch zu entwickeln. Na, und was noch ganz wichtig ist, ist natürlich der Hans-Gasser-Platz, der in Bürgerbeteiligungsverfahren gelungen ist. Es wird ein Herzeigestück, es wird ein Schmuckstück werden, aber es wird auch ein Weg sein, wie man in Zukunft miteinander umgeht, nämlich dass man Hand in Hand die Projekte entwickelt. Ich darf auch dazu sagen, dass das, was wir vorige Woche beschlossen haben im Gemeinderat, nämlich dass wir in Zukunft den wunderschönen Altstadt-Weihnachtsmarkt, den wir ja vor 5 Jahren begonnen haben, dass wir den jetzt noch ein Stück schöner machen, aber nicht die Stadt alleine, sondern Hand in Hand. Unternehmer, Stadtmarketing und die Stadt werden den Ankauf tätigen. Und das ist so die Vision, die man auch haben sollte, gemeinsam die Dinge umzusetzen. Man kann schon verschiedener Meinung sein, aber am Ende des Tages geht man hinaus, hat eine gemeinsame Entscheidung getroffen und setzt die Dinge dann für die Stadt um und so, wie es Villach gewohnt ist, erfolgreich um. Nun gibt es mit der Trauriwehre ein weiteres großes Projekt für Villach. Von unseren Lesern kam die Frage, ob es nicht möglich wäre, wie auf der Donau, bei der Donauinsel, Schwimmbondos einzurichten. Also es gibt kein Projekt Trauriwehre. Das wird vom politischen Mitbewerber immer nur so dargestellt. Es gibt keine Riviera an der Trau, sondern es gibt die Trau-Terrassen. Das ist das Projekt, das Villach vor vielen Jahren, 2006 war es, begonnen hat und das wollen wir auch weiterziehen. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass es neben den bisherigen Stadtbrücken eine fünfte Stadtbrücke braucht, wie es hier die ÖVP vorgeschlagen hat. Also bevor ich noch eine Brücke baue, schaue ich lieber, dass ich das Geld direkt in der Altstadt investiere. Und was die Trau betrifft, so meine ich doch, dass wir mit den Trauterrassen beim Holiday Inn gezeigt haben, dass es uns wichtig ist, Trau noch mehr einzubinden. Aber es ist gerade vor kurzem der Jakob Mörtel gestorben, ehemaliger Bürgermeister von Villach. Er war ja nicht nur der Architekt vieler Projekte in unserer Stadt, sondern er war auch der Architekt der Stützmauern bzw. der Begrenzungsmauern zu Trau. Und er hat mir in vielen Gesprächen gesagt, dass dieses Projekt eines seiner wichtigsten war, weil er damit auch verhindern konnte, dass die Hochwasserkatastrophen, die ja nicht nur in den 60er und 70er Jahren sehr, sehr oft in unserem Raum stattgefunden haben, sondern so meine ich auch in Zukunft nicht auszuschließen sind, dass die eine ganz wichtige Bedeutung haben. Und man muss sich 5-mal überlegen, bevor man 1 Meter dieser Mauer heruntersetzt und sozusagen die Bürgerinnen und Bürger gefährdet. Da gibt es viele Varianten, die man andenken kann. Das, was wir als Stadt eigentlich auch schon vor einigen Jahren gesagt haben und beschlossen haben, ist, dass wir im Bereich des Kioskes, den es bei der Trau gibt, einen besseren, einen behindertenfreundlichen Zugang zur Trau machen wollen, auch für die Radfahrerinnen und Radfahrer. Denn das ist ein großes Thema und dieses Projekt wollen wir auch umsetzen. Und was die Schwimmpendants betrifft, Villach hat eine Trau. Das ist ein fließender, ein oft auch reißender Fluss. Ich darf sagen, dass die Summertime-Bühne, die wir ja erleben durften mit einer wundervollen Vorstellung des Brünner Orchesters, dass diese Bühne nur knapp daran war, auch abgebaut werden zu müssen. Ich habe das auch öffentlich gesagt, dass wir bereits 50 cm unter der Grenze gelegen sind. Und das zeigt auch, dass die Naturgewalten etwas sind, das sich immer mehr verstärkt. Und ich warne davor, Einbauten zu machen. Die Einbauten an der Mur in Graz sind ja vor einigen Jahren völlig zerstört worden. Wenn man die Donau hernimmt, das ist sozusagen ein Seitenarm. Das ist nicht die Donau, sondern das ist ein Seitenarm, der beruhigt ist, wo man auch baden kann. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Auch hier nicht Äpfel mit Birnen zu verwechseln. Was die Einbindung der Trau in unsere Stadt betrifft, ja, da gibt es einige Projekte, die wir Stück für Stück umsetzen wollen. Das sind eines von vielen Dingen, die wir eben in unserer Stadt auch erreichen wollen.
Dann bedanken wir uns für die ausführliche Beantwortung der Fragen und für das Interview. Dankeschön. Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bedanken und darf dem Team 5 Minuten und Ihnen, Herr Berger, noch viel, viel Erfolg wünschen. Das, was Sie gezeigt haben mit Facebook, mit Ihrem Medium, ist, dass es Sinn macht, die Dinge noch rascher, noch rasanter an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Und wenn man sieht, wie viele Fans ihr in kürzester Zeit auch errungen habt, gratuliere dazu. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Bitte.